Frankreich will einen Monat lang seine Brexit-Vorbereitungen testen. Das Ziel, Unternehmen sollen umfassend vorbereitet sein, wenn Großbritannien die EU Ende Oktober verlässt, so das für den Zoll zuständige Ministerium. Außerdem wurden 700 Zöllner zusätzlich eingestellt. Mit dem künftigen Nicht-EU-Land Großbritannien soll es eine intelligente Grenze geben, so der französische Budgetminister Gérald Darmanin. Nehmen wir an, Sie sind in Grenoble, Sie sind ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, Sie exportieren nach Großbritannien und so deklarieren Sie jetzt alles online. Es gibt Strichcodes und nummerierte Schilder oder Waren, je nachdem, wie Sie Ihre Waren transportieren, und ohne an der Grenze anzuhalten, geht Ihre Ware direkt nach Großbritannien, es sei denn, Sie werden wegen Schmuggels oder Fälschungen überprüft. In Calais wird es keine Schlangen von zig Dutzenden Kilometern geben. Ein No-Deal-Brexit dürfte vor allem für die Wirtschaft erhebliche Konsequenzen haben, weil dann nach derzeitigem Stand der Dinge wieder Zölle und Grenzkontrollen eingeführt werden müssten.